und habe gemerkt, irgendwie macht mir das keinen Spaß. Und dann ist mir klar geworden, ja, ich brauche diese Synonyme für Geld, diese emotionalen Wörter. Und das, also das hat mir dann richtig die Kraft gegeben. Ja, hallo und willkommen bei einer neuen Folge unserer Serie. Wir testen die allerbesten Geldmanifestationstechniken. Und mit mir dabei der charmante Business Life Coach Martin Zimmermann. Hallo Martin. Grüß dich, Susanna. Hallo zusammen. Die letzten 7 Tage haben wir eine Kombination von zwei kleinen Techniken getestet, allerdings von zwei Autoren, die sehr gut miteinander befreundet waren und auch beim gleichen Lehrer gelernt haben. Also eine, ich sage mal, symbiotische Ergänzung. Martin, erzähl mal, was du die letzten 7 Tage so für unser Testprogramm getestet hast. Ja, die beiden Methoden, die wir getestet haben, war zum einen die 4-Minuten-Technik von Neville Goddard und die Spiegeltechnik von Dr. Joseph Murphy. Bei der Methode von Neville Goddard ging es darum, 4 Minuten lang sich vorzustellen, dass eine bestimmte Person bereits einen, in unserem Fall, Geldbetrag manifestiert hat. Es geht ja grundsätzlich immer darum, dass wir wollen ein freudvolles Gefühl spüren. Aber wir schaffen es nicht, diese Freude zu behalten. Und mit dieser Technik von Neville Goddard, was ich genial fand, auch jetzt schon mal vorgreifend auf meine Resonanz, ist, dass wir dadurch, dass wir uns andere vorstellen, die was bekommen haben, tricksen wir dadurch unseren Verstand eigentlich aus, indem wir uns für die anderen freuen und der gleichzeitig mit dank des Gesetzes der Resonanz das Gleiche für uns anziehen. Also konkret gesagt, habe ich mir vorgestellt, wie wäre es denn, wenn Susanna einen bestimmten Geldbetrag, 100.000 Euro, bereits auf ihrem Bankkonto hätte? Und dann, diese 4 Minuten sind eigentlich nur so, finde ich, das Limit maximal, was man sich vornehmen sollte, um in diesen Zustand, ich habe es ausgedrückt als wie so ein Orgasmus, es ist so ein energetischer Orgasmus. Ja. Weil ich wirklich dieses Gefühl hatte, es kommt auf einmal diese Energie auf mich zu und ich gebe sie weiter an die Susanna. Und sobald ich diese Energie abgegeben habe und ich gemerkt habe, die Susanne hat's, dann habe ich losgelassen und so ist vorbei. Und Ah. das fand ich genial, weil sobald man auf diesem Gefühl ist, dieses Höchstzustands, des Emotionellen, dann habe ich losgelassen und dann war es vorbei und es war gut und ich habe mich gut gefühlt und ich wusste, ah, die Susanne hat jetzt meine Energie, meine Aufmerksamkeit bekommen. Und So. du hast dir da nur vorgestellt, dass ich das Geld habe und mich freue, oder war da noch ein bisschen mehr? Ich habe mir vorgestellt, dass du, wie gesagt, dass du zur Bank gehst oder dir dein Konto anschaust im Internet und siehst, ah, jetzt sind Okay. 100.000 Euro dran. Und dann habe ich mich vorgestellt, wie du dich freust, was du machst, dass du mich anrufst, dass du sagst, hey, Martin, ich habe 100.000 Euro, dass du in Luftsprünge machst und was weiß ich was. Also ganz, ja, positive Eigenschaften, die ich dir da aufgelegt habe. Also wir haben das ja ein bisschen schlauer gemacht. Also diese 4-Minuten-Technik kann man natürlich für sich selbst auch machen, aber es geht oft viel leichter für jemand anderen. Ja, deswegen war das ja so klasse, weil wir das zusammen hier machen und testen, habe ich mir natürlich vorgestellt, wir machen unser Video zusammen als Erfahrungsbericht von der Technik und du erzählst mir, danke, 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 Susanna, dass du für mich 100.000 Euro manifestiert hast. Und sagst zu mir, und als Dankeschön möchte ich dir 10% von dem Anteil geben. Und dann sage ich, aber Martin, ich habe mir 100 oder du hast mir 120.000 manifestiert. Und du sagst, wow! Also ich habe mir diese Szene ausgemalt, um in dieses Gefühl hineinzukommen und so richtig da drinnen zu bleiben. Eben 4 Minuten ist halt so eine Angabe von Neville Goddard. Er sagt, im Prinzip braucht es nicht mehr als 4 Minuten, wenn das gut klappt. Wenn es natürlich nicht so gut klappt oder du brauchst mehrere Anläufe, wichtig ist dabei, dass du wirklich, was du eben emotionalen Orgasmus genannt hast, er nennt das emotionale Explosion. Ja, dass man zu dem hinkommt, wo das Gefühl wie aus dir herauskommt und weiß nicht, wie eine Rakete irgendwo hinschießt.
Und ja, zu zweit ist das natürlich toll, wenn man sich das vornimmt zu praktizieren. Also das fand ich schon mal genial. Ja, und zur Spiegeltechnik. Also du verwendest ja ohnehin eine Spiegeltechnik. Also war die von Joseph Murphy jetzt eine Art Erweiterung oder wie hast du das gemacht? Also bei der Spiegeltechnik von Dr. Joseph Murphy geht es ja darum, sich Substantive auszudenken, die einen für einen wichtig sind und sich dann ja, vor den Spiegel zu stellen, in die Augen zu schauen und diese Substantive vorzusprechen, sich zu sagen und mit ihnen dann wirklich diese Energie aufzubauen, die wirklich einen aufbaut und weiterbringt in Richtung Ziele. Und ja, ich habe es letztlich eigentlich schon länger gemacht. Ich habe das von meinem früheren Coach gesagt bekommen, dass das wichtig ist und sehr wirkungsvoll. Daher habe ich mir auch zum Beispiel, also man kann ja alles wählen, das besteht ja keine Begrenzung. Also Dankbarkeit, Liebe, Geld, Respekt, sich selbst gegenüber, Harmonie und so weiter. Also da ist ja keine, da sind keine, da kann man jetzt keine mehr Vorschriften machen, sondern du hast ja sicherlich auch deine bestimmten Substantive, die du dir ausgedacht hast. Ja, Und also jedem ist es selbst überlassen. für mich war das neu. Also das mit den Substantiven, ich habe das schon gehört, aber noch nie ausprobiert. Und ich habe natürlich anders begonnen. Ich habe begonnen mit Reichtum, Fülle, Wohlstand, Luxus und also Überfluss, diesen Sachen und habe gemerkt, irgendwie macht mir das keinen Spaß. Und dann ist mir klar geworden, ja, ich brauche diese Synonyme für Geld, diese emotionalen Wörter. Und dann ist mir klar geworden, ich brauche Spaß, Freiheit, Liebe, Freude, Großzügigkeit und das, also das hat mir dann richtig die Kraft gegeben. Ja, aber das Reichtum und so, das war schon auch gut. Also die Kombination von dem, was ich möchte, plus dem, wie ich mich fühlen werde. Eben als Hauptwörter oder Substantive. Aber wie immer war ich wieder mit der Spiegeltechnik schwach. Aber ich werde schon besser. Ich war schon besser als letzte Woche. Ich habe fast einmal täglich dran gedacht, obwohl vorgenommen hatte ich mir, das zweimal täglich intensiv zu machen. Ja, also das ist etwas, wo ich noch an mir arbeiten möchte, weil ich merke, dass das wirklich mir gut tut, dass das mir hilft, mich mental zu programmieren und dass mir das so ein bisschen fehlt zu den anderen Sachen, die ich mache. Was ist so die Schwierigkeit bei dir? Ist es, dass du in Kontakt gehst mit dir, dass du dich vor den Spiegel stellst und in die Augen schaust? Oder sowas hatte ich anfangs auch, dass ich mir gesagt habe, ja, du kannst, schau dir in die Augen und mach dir bewusst, was du eigentlich willst. Ja, also ich glaube, das ist es, dass ich, wenn ich in den Spiegel schaue oder die Gelegenheit habe, dann eher auf mein Äußeres achte. Also das Übliche, anstatt dass mir einfällt, ich wollte doch die Spiegeltechnik machen. Also es ist dieses Umgewöhnen. Ja? Und ich halte das aber für eine extrem gute und hilfreiche Gewohnheit, sich positive Sachen zu sagen wie Louise Hay oder eben auch einfach diese Substantive mit sich selbst zu verknüpfen. Denn in Wahrheit, jedes Mal, wenn wir unser Leben ändern wollen oder verbessern wollen, müssen wir bei unserem Selbstbild beginnen. Das heißt, wenn ich mein Spiegelbild ansehe und das verknüpfe mit positiven Begriffen, dann ändere oder verbessere ich mein Selbstbild automatisch. Also so sehe ich das. Deswegen macht das durchaus Sinn, diese Technik. Und wie gesagt, möchte ich es mir unbedingt angewöhnen, dass es so quasi automatisch geht. Ja, genau so, das ist richtig. Und deswegen nochmal darf man es nicht oft genug sagen, dass es wichtig ist, dass man eben diese Substantive korrekt auswählt und sich vorher schon Gedanken macht, was will ich denn eigentlich erreichen? Wie du gesagt hast, wichtig ist, dass man mit emotionell damit in Verbindung steht und sich was kreiert, was einen ja bereichert und nicht, wo man Probleme hat, sich damit zu identifizieren. Also. Es ist auch wieder die Gelegenheit, die blockierenden Glaubenssätze zu umgehen. Ja, weil wenn ich sage, okay, wenn ich reich bin, dann werden andere neidig oder dann gibt es Streit ums Geld. Ja, dann packe ich einfach jetzt noch das Substantiv Harmonie und Wohlwollen und schönes Miteinander und Freundschaft dazu. Was hast du denn für Effekte erlebt dank dieser zwei Techniken? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine sehr turbulente Woche.
und war anfangs sehr konsequent mit den Techniken. Und nachher bin ich so ein bisschen, also ich hatte einen Vortrag über Neville Goddard und das war eine Riesengeschichte in der Wiener Hofburg mit vielen Freunden und ja, eben, da war der Kopf ständig dort. Und dementsprechend turbulent war es bei mir auch auf der finanziellen Seite. Also da waren ein paar Herausforderungen, die ich allerdings halbwegs meistern konnte. Aber es lief nicht so glatt und ich habe auch gemerkt, das ist, hängt ein bisschen an mir und meiner Disziplin, mich wirklich mental auszurichten, emotional auszurichten und zu sagen, das klappt schon alles, alles kann man haben, alles ist möglich. Also vielleicht war das eher mein schlechtes Gewissen, dass ich nicht so konsequent dran geblieben bin, das so ein bisschen Turbulenzen dann auch im Finanziellen verursacht hat. Also konkret waren das zwei Zahlungen, die nicht ausgezahlt wurden, das eine aufs falsche Konto überwiesen und ja, hat sich aber dann in Wohlgefallen aufgelöst. Habe ich mich dann wirklich konzentriert und gesagt, nein, das besetze ich jetzt positiv, das will ich, das wird gut und habe dann sehr viel daraus gelernt, nämlich wie ich es auch im Kleinen mache, wie ich so Schritt für Schritt mache, mich mental positiv auf eine Situation auszurichten. Aber dieses Training, was wir da machen, dieses konsequente, tägliche, das muss ich sagen, möchte ich noch mehr angewöhnen, weil ich den Effekt merke, wie gut es mir tut und wie es mir dann auch Power gibt für diese kleinen Herausforderungen. Also ich glaube, es ist eine Kombination, die ideal wäre. Und ja, alles gut gegangen, nichts geschehen. Trotz Herausforderungen, das war meine Woche. Ja, super. Bei mir ging es auch ein bisschen so in Höhen und Tiefen, weil ich doch, ja, ich bin wieder zurückgefahren nach Paris, habe meine Tochter abgeliefert. Auf dem Weg habe ich dann auch wieder gemerkt, so jetzt komme ich wieder eigentlich in diese Reichtumsenergie, die doch in Paris da irgendwie mehr vorhanden ist als in München. Das habe ich mitbekommen, dass man, wenn ich dann in einer anderen Energie bin, dann fällt mir das Manifestieren von Geld auch leichter. Wie es schon so schön heißt, man ist ja immer so das Produkt seines Umfelds. Und wenn da viele reiche Menschen sich auch in Paris aufhalten, und dann ist es doch um einiges, fand ich, ja, angenehmer und leichter, da in diese Energie zu kommen und dann für dich in dem Fall Geld zu manifestieren. Andererseits kommen dann auch wieder solche Themen auf, was die Tiefen betrifft, wenn es dann auf einmal heißt, da ist auch eine offene Rechnung oder da ist momentan irgendwie, da fehlt es an Geldfluss. Wie komme ich dann wieder an Geld? Wie verschaffe ich es auch, irgendwie diese momentane Herausforderung der Inflation zu umgehen und zu schaffen, es mich so auszurichten, dass ich langfristig denke und nicht zu kurzfristig und sage, hey, ich muss jetzt da irgendwie so und so viel Geld auf meinen Konten haben, damit ich mich wohlfühle. Nein, ich sage, ich benutze das Geld, um maximal in der Zukunft Erfolg zu haben und groß zu denken und nicht mich da im Kleinen aufzuhalten. Und zu sagen, das Geld, wie wir schon immer sagen, das Geld kommt schon irgendwo, das Geld ist da, darf nur, ja, angenommen werden. Also ich hatte auch eine interessante Unterhaltung mit meinen spirituellen Freunden zum Thema Geld, wo wir einfach so ein bisschen thematisiert haben, warum es gerade bei Spirituellen entweder total gut läuft oder total harzt oder ja, nicht funktioniert. Und dass das so ein Hin und Her ist. Und das hat schon ein bisschen mit unserer Kultur zu tun oder mit den Glaubenssätzen, wie wir aufgewachsen sind. Du bist entweder bettelarm oder ja, und dann bist du als Spiritueller eben heilig quasi. Und im Kontrast dazu kommen aber viel mehr Bilder wie Osho oder andere spirituelle Gurus, die wirklich, ich sage mal, fast erleuchtet waren, die gesagt haben, nein, ihr müsst den Überfluss leben. Ihr müsst jetzt erst recht auf die Kacke hauen und zeigen, wie wir eigentlich spielerisch leicht manifestieren und im Luxus und Überfluss leben. Es entspricht aber nicht jedem, ne? Trotzdem, das ist, wie gesagt, noch ein schwieriges Thema. Und da ist mir ein Satz von Neville Goddard eingefallen, der mir so gut gefällt. Wenn du doch dein Leben selbst gestaltest, warum möchtest du nicht einfach eine Lady sein oder ein Gentleman? Und einfach nur gut leben. Also weder für das eine Extrem noch für das andere, sondern mach es dir einfach gemütlich, sage ich mal. Schau, dass dir gut geht. Also der Begriff Wohlstand kam mir da in den Sinn. Ich stehe wohl. Mir geht es gut damit. Ich muss nicht zeigen, wie toll ich manifestieren kann und was ich alles haben kann. Und ich muss auch nicht bettelarm sein.
um zu beweisen, dass ich wirklich spirituell gut bin oder ja, eben mein Metier beherrsche. Nächste Woche geht es weiter mit der Arigato-Technik von Ken Honda. Ken Honda, ein japanischer Autor, der sich sehr intensiv mit dem Thema Geld auseinandergesetzt hat, wie das in Asien anders gesehen wird und bei uns. Und der bringt uns eine fantastische Millionärs-Geheimrezeptmethode, nämlich die Dankbarkeitsmethode mit Geld. Und die werden wir wieder 7 Tage lang testen. Ich weiß, Martin, du machst schon ein bisschen etwas Ähnliches, aber wir werden das nochmal intensivieren und in unseren Alltag bringen und euch davon berichten. Ja, wenn dir das gefallen hat, dieses Video, und wenn du mehr davon erfahren willst, dann setz doch gerne ein Like drunter und abonniere unsere Kanäle. Ja, und schreib uns auch gern, wenn du Erfahrungen gemacht hast mit der Neville 4-Minuten-Technik oder mit Joseph Murphys Spiegeltechnik. Wir freuen uns auf dich und deine Erfahrungen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß. Wir freuen uns. Tschüss. Ciao.